and welcome back. Bye to Bambies. Thinking about what's mine, nothing to deny. Who's that other guy? Are you wasting my time? All these crazy fears that ends with bloody tears. Oh baby, we keep prepping long nights. Rock your body whole life. Don't bother the world side. Twerk it like a Vegas stripper, darling. Na, was ist hier? Was wir hier wieder mitgemacht? An Haut schwarz mal für ein Musikvideo von Jose Rose. That night lit to the top. If my cousin made it to the top, tell me what a hair should I not make it to. Jose hat wahrscheinlich so ein Video gemacht, und zwar in der Band, wo das da geheißt. Und ich finde Demo auch schon mega cool von, dass so einfach Kollegen dabei waren. Und einfach zuletzt wurde das einfach leider aus so das Inner entwickelt, was Musik angeht. Dafür war dann schon überzeugt, und gerade weil wir aus dem Norden sind. Nee, heute leben wir nicht nur in Kay, aber das ist schwarz. Es gibt noch Menschen. Wir waren dann nicht so wie Sänger in der Stadt sind. Voilà. Gute Sänger. Genau, das ist am Fond aus dem Kollegen, ein guter Kollege von uns. Yeah. Dani. Teddy genannt. Und du schien mir noch so kennengelernt. Und du kommst einfach so propos, so, ob wir mit dabei sind. Nächste Video, die du kommen gave. So das, ja, wenn ich kann, wenn ich am Land bin. Why not? Und sie direkt auf Telekom hat dann auch zu freuen. Und ja, wir waren also von schon bewusst, so, okay, dass du echt so Rap, den, so den Stil. Boah, mal gucken, was da was zu kennt. Wir haben mal so gedo, echt so. Das ist nicht so casual, also ein bisschen mit Deich da schon. Ja, so ein bisschen mit Swag. Swag. Wir waren schon so ein bisschen aufgeregt, aber wir wussten nicht, wie viele Leute wir gehen sehen und was wir dann zu machen haben, wie sie umgedreht waren, ob wir dann so gepostet haben. Ja. Wir sind dann an einer Location aufgefahren, von einem Parking. Dann sind wir an einem anderen Parking gefahren, aber wir haben auch das meiste Material für die anderen Parking gefahren, aber wir haben auch das meiste Material, für die ihr auch im Video könnt sehen. Wir waren da für euch. Das ist überhaupt einfach, dass ich als Video gesunden veröffentlicht und Mainden hat ein guter Freund von mir geschrieben. So, das habe ich schon lange Musikvideo gesehen. Und für mega witzig, wie ich auch Gangster mache und so, weil das einfach nicht so mein Genre auszudehnen, strengeln und was ist das was. Und ich finde das auch mega witzig geworden und sie auch süß, weil es stimmt doch. Also für mich, die Leute, die mich kennen, die wissen, dass ich mich so den Mensch sind, den Lehrer dann probiert dann immer irgendwie alles auf drei zu kriegen und zu organisieren. Und dann an dem Video gesagt habe ich dann, mit mir geht auch, ich meine mit mir geht auch, dass wir natürlich einfach schlafen und so. Aber ich finde es schnell, das ist ein dicker Gangster, das ist ein dicker Gangster. Ich hätte ihn nur so von den Gangster. Nee, ich muss fragen, doch der Kurs muss mir in der Mitte fangen. Weißt du, okay? Ich verstecke du. Aber das war so, das war nicht so richtig unwürdig für den Mann. Das war dick komisch, weil ich da noch vor mir zu. All das, Mann, ne? So, einfach so zu stohlen und nicht lachen zu können. Und ein bisschen noch dick seriös sehen. Und ich meine, wie der euch auf mir tut, ich kann nicht seriös sehen. Das war schon ein Challenge, ohne seriös zu bleiben. Aber ihr kennt euch, ihr kennt euch Videoen. Wir machen euch Video immer dem Hintergrund, da sind wir bei Lachen. So. Wir machen ja auch immer Outtakes, weil es halt wichtig ist, dass ihr einfach gesagt habt, wir machen das auch mal mehr auf seriös machen. Wir lachen extrem dabei, das macht uns riesen Spaß. Ja, es war wirklich ein guter alter Voice, auch neue Leute kennenzulernen. Auch wenn wir schon dabei sind, Serie The Circle. Ich bin schon kurz im Uhr gefahren, also war ein sehr echt neues Pferd, okay? Ich mag es nicht. Echt Pferd. Das ist ein echter Stoffmensch. Nee, das war doch. Warum wollte ich so, hey, was ist das? Das ist halt so, ach, Big Brother. Aber das macht ultra Spaß und ich gucke noch immer viel rund, soweit ich kann. Auch die, also da hat den Catfish, also war ja so Fake Brother oder nicht. Ich fand das richtig gut von, weil du irgendwann, du findest eine Person dann sympathisch oder halt auch nicht. Und dann gehen sie sich so für eine Person und du denkst, genau, und denkst, oh, was ist das denn für etwas? Und dann wirst du sie wirklich kennenlernen und denkst, boah, krass. Und das war die Person, mit der ich da geschrieben habe. Und voilà, das ist auch das beste Beispiel dafür. Und José und sich, den haben wir auch wirklich just so kennengelernt. Ja.
und just halt den Kampf gesehen. Ja, und du warst auch wirklich positiv überrascht, weil es gibt immer Hater, mein Gott, aber es soll ihn dann immer am Druck bleiben, am Druck leben, weil das einfach so, hier am Land ist es nicht einfach, so willen Succes aufzubauen und 100% unterstützt zu gehen, weil wir sind halt klein und voilà, du gehst halt sehr gespart. Und mit diesem Video will man halt auch dem José so ein Filmus Maxi. Erstmal da. Und zweitens, bleib so wie du bist, mach weiter. Egal wie viele Leute du so und hey, das Scheiße oder Spieß nicht war. Nee, also nicht. Ich meine, sogar mein Alter, du hast eine mega gute Stimme. Und dafür bleib von drin, wenn du dir Unterstützung brauchst für das Video. Und wir sind da. Und wir können noch gucken, für andere Leute auch da zu fangen. Ja. Aber wie ist vielleicht sagen wir reinkommen, was wir machen. So, and this is Chuck. Everyone knows him. Und was hältst du dann davon, ne? Ist der Video auch ganz gut. Ey. I'm working my way onto the top. Never stop, yo, yo. Zum Text, das ist einfach auch flott. Was du alles? Flott. Flott oder neu, ja? Flott. Oh. Text ist flott. Schön. motivierend, einfach, weil es halt die verschiedenen Sachen du siehst, weil dass der Cousin dann auch schon hochgepackt hat, weil sollst du das nicht kennen, und das genau das. Mal nicht nehmen, was Musik geht. Auch Studium, also, wenn du halt eine Ausbildung aufhängst oder studierst du. Hallo? Für wen hat den einen den Fehler gepackt, wenn du? Und du sollst das nicht packen. Genau das. Das erklärt dann auch, dass du halt motiviert bist und dass du ganz positiver Mensch bist. Ich glaube, ihr habt Negatives. Ich meine nicht, ich meine, du darfst selber, wo mir das gedreht hat, war mega cool und du hast dich auch wohlgefühlt. Sabrina hat auch alles gemacht, dass mir mega schön wohlfühlen. Qualität mega gut, auch wie das gespielt hat, und ich mega gut vor. Ja. Ich meine, es gibt nicht nur Negatives zu sagen, denn uns die Videos wirklich mega gut geschnitten und zeigst es gut. Es gibt halt einen Teil, wie das mega witzig. Also, da war ich erstens so drauf, gefeiert, halt nicht zu lachen. Du machst irgendwie so mit meinen Haaren. Und dann habe ich halt gemerkt, oh, das kommt mir fuck you Moment. Also, all die anderen werden now fuck you. Und ich habe immer so, oh shit, das hat irgendwie so ausgesehen. können wir doch eigentlich schon abblenden. Ja. Wir brauchen vielleicht fällt den anderen. Du nicht cool. Ich bin einfach so dick, seriös. Und ich weiß einfach, ich gucke auf die Kamera, ich spiegel auf die Kamera, guck, und ich weiß nicht, was du gemacht hast. Wir sagen, ja, ich doch nicht so, aber ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Genau, ich gucke zuerst so irgendwann zur Zeit oder auf die Kamera, so, da gucke ich nochmal vier. So. Oh mein Gott. Nicht jeder, den habe ich auch gangster mischt, aus der richtig schlechten Mensch, okay. Es gibt einfach Leute, die haben einfach Style, und die sollen den einfach weisen und sich auch nicht so verschummen oder. Fährten, dass Leute meinen, sie wären asozial. Weil das Einzige, was ich so sagen muss, ist, ich gut halt einfach gesagt, die Lützebüsch Plocke natürlich, merci, das war so vier Ideen, die haben so, ja, wo die war Lützebüsch, ne? Ich persönlich bin nicht mega der Fan von Mercedes. I got a bad feeling about this. Nee, das ist flott Auto, oder? Flott. Flut. Wir haben noch verschiedene Nationalitäten, du. Was ihr auch weißt, das ist Lützebüsch. Wir verlinken hier schon alles. Sein Instagram, alles. Snapchat. Wir sollen ihm helfen, dass wir wohl endlich heute raus können. Weil ich noch schwöre. Ich muss ganz. Ich verdenke wirklich, ganz rumzukommen. Genau, und los sind Bremen und Hollywood. Ich meine, wir schon so wenig Sänger heute in Lützburg. Und wenn wir mal eh gut sind, dann müssen wir ihn unterstützen. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, wir verlinken euch den heute. Da könnt ihr drauf klicken, liken, kommentieren. Alles, was ihr wollt. Absolut denen und unterstützen. Auch für das Leute mal wissen, Lützburg existiert, das Land. Wenn ihr sonst noch Fragen habt, bezüglich dem Video, bezüglich des Schnappes, könnt ihr uns gerne schreiben, ihr wisst, wir sind auf Facebook, Two Bambis und auf Insta. Ihr könnt auch frohe Ende schreiben. Mir hoffen natürlich gefallen. Aber ja, you already know, like and share and comment and do whatever you want, okay? Bye!